Hallo und herzlich willkommen zurück zum Geheimlabor in Hearthstone gegen Maloriak, dessen passive Fähigkeit es ist, jedes Mal das Leben, also vertauscht jedes Mal, wenn ein Diener herbeigerufen wird, dessen Angriff und Leben. Naja, wir gucken mal. Ich habe mich für den Paladin entschieden. Mal gucken, wie das funktioniert. Das werden wir dann alles sehen. Ja, was natürlich hier definitiv drin ist, ist das Ei, also das 02er Ei, welches einen 44er herbeiruft. Ich glaube, das kommt hier ganz gut rein, hier das Ei, ne? So, den Ogre hauen wir mal weg, den Minipod können wir mal behalten, den Peacekeeper haben wir auch schon auf der Hand. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. So, Spider-Tank. Maloria, versucht doch bitte nicht zu verlieren. Meine Fehlschläge sind euer Tor! Ah, okay. So, natürlich eine Equality. Würde ich gleich ihn spielen. Trailt er alle rein. Ich glaube, ich spiele erst ihn. Ich würde es ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen alle zeigen! Ah, okay. Er rennt hier nicht wirklich rein, okay. Chromagus haben wir auch schon auf der Hand. Jetzt ist natürlich die Frage. So, tauscht der Angriff und Leben. Er hatte Magier. Geheimnisse, okay. Na, da wäre ein Magier gar nicht so schlecht, wenn jetzt das hier spielt, ne? Es ist ein bisschen blöd. Ich opfer jetzt hier meinen Spider-Tank für einen Ein-Mana. Für eine Ein-Mana-Kreatur. Fragwürdig, ne? Ah, das ist echt... Na, jetzt weiß ich natürlich nicht, melde mich zum Dienst, was hier drunter steht. Das war's. Okay, keine Spiegelgestalt zum Glück. Vielleicht ein Counterspell? Der geht schon ordentlich ins Gesicht, ne? Der geht schon ordentlich ins Gesicht. Befolgt die Regeln. In den Kampf. So, okay, jetzt hat er hier seine 2 Implosion auf den 4-3er und er trifft genau für 3. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, mal gucken, was er machen kann. Wir können nächste Runde Chromagus spielen. Kriege ich mal ein bisschen mehr Card Draw hinzu. Faceless Manipulator. Mist. Weil, okay, die Frage ist, ist es wirklich ein Counterspell? Ja, ist es, okay. Okay, die Frage, wollen wir ihn noch überleben lassen, weiter, oder traden wir rein? Wir traden.
Okay, das ist interessant. Er hat einen Schieb natürlich, er hat ein verdammtes Schieb. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Mein Gott, kann doch nicht wahr sein. Waffensysteme aktiviert. Schilde versagen. Na, ist zum Glück nur ein Duplizieren. Das ist okay. Von mir aus kann ich hier noch hin und her switchen, das Leben. Zum Glück wird der nicht gebufft. Ja, das ist okay. Er switcht sogar ihn, das heißt, überlebt gegen den Trade. Interessant. In den Kampf. Komm. Es laggt halt noch ein bisschen, leider. Für die Gerechtigkeit. Ich mach so. Da halte ich den noch auf 7 Leben, ist wahrscheinlich besser, da es für uns nicht so gut aussieht. Ich bräuchte jetzt mal das Handauflegen, wäre ganz in Ordnung. Würde ich jetzt so sofort unterschreiben. Ich, naja, Top-Deck-Sheet, das kann doch nicht wahr sein, oder? Mein neues Rezept wird euch gefallen. Hätte ich natürlich auch traden können. So ein Mist. Handauflegung. Ha, als hätte man es irgendwie heraufprophezeit. Für die Gerechtigkeit. Na komm. So, das sieht jetzt nicht schlecht aus. Es geht hier um ums Topdecken jetzt. Mehr für ihn als für mich. So, das wird wahrscheinlich eine Spiegelgestalt sein. Das heißt, wir spielen in den Spider-Tank rein. Okay, es ist keine. Melde mich zum Dienst. Dann spiele ich auch noch den Schredder. Vielleicht ist es sogar ein Duplizieren, mal gucken. Nee, ist es nicht. Könnte natürlich wieder ein Counterspell sein. Aber nächste Runde sollte es dann auch. Ja, die kann er von mir aus herbeirufen, die bringen jetzt ihm nicht allzu viel. Er geht auch Face. Keine Ahnung, ob er irgendwie Facehunter-mäßig programmiert wurde. Oh, den können wir jetzt natürlich noch. Achso, der nächste Draht, der ausgespielt wird, kostet 2 weniger. Der hat nicht diese. Ne? Ich kann jetzt ihn spielen und dann den Drake für 3. Ist es ein Eisblock? Nein, ist es nicht. War höchstwahrscheinlich ein Counterspell. Aber gut, wir haben ihn besiegt. Erinnerung an diesen Moment einen neuen Namen für euch ausdenken. Schlechter von dummen, inkompetenten und enttäuschenden Lakaien. Ja, das passt. Dann ist ja gut. Kampfschrei verursacht 3 Schaden, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Quasi das Feuerele für alle. So, wen haben wir denn als nächstes? Das kann euch vielleicht nicht sehen. Aber er kann hören, wie ihr vor Furcht zittert. Ja, glaube ich nicht, der Adramedes. Er ist blind und wird sich auf sein Gehör verlassen, um euch aufzuspüren. Nur gut, dass in seinem Hort viele laute Gongs stehen. Legt eine Waffe an, die stärker wird, wenn euer Gegner Karten ausspielt. Okay. Okay.
Mal gucken. Ich lasse mir das einfallen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bin raus hier. Man sieht sich. Ciao.